Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu unserer F1 2020 MyTeam-Karriere. Wir sind heute beim 5. Rennen unserer 6. Saison und zwar beim großen Preis von Monaco. Das ist immer ein ganz, ganz besonderes Rennwochenende und ich freue mich sehr drauf, hier heute wieder zurück zu sein auf dieser Strecke. Fangen wir direkt an mit dem Zuweisen von ein paar Aktivitäten. Machen wir da vielleicht mal wieder was für Russell. Das haben wir schon länger nicht getan, obwohl der das aktuell nicht braucht. Die letzten beiden Rennen konnte er ja für sich entscheiden und ist auch in der Fahrer-WM nicht mehr weit hinter uns. Wenn es für uns schlecht läuft, dann könnte er dort sogar an uns vorbeiziehen. Ich hoffe aber, dass wir das verhindern können natürlich. Das Ziel wird es sein, das Rennen hier zu gewinnen. Das muss eigentlich unser Ziel sein an fast jedem Rennwochenende im besten Auto. Wenn wir das beste Auto überhaupt noch haben. Mal schauen, haben die anderen Teams da was geupgradet? Nein. Na, und das bestätigt, glaube ich, so ein bisschen meine Vermutung aus der letzten Folge. Ich denke wirklich, Mercedes und Ferrari haben mittlerweile auch ein voll geupgradetes Auto. Das würde mich zumindest nicht wundern. Es kann natürlich sein, dass die einfach nur beide gerade keine Upgrades gemacht haben, aber es deutet einiges darauf hin, dass die, da auch am Ende angekommen sind. Ein bisschen wundert mich Red Bull. Die haben wirklich die ganze Saison über noch nichts geupgradet, aber so weit weg, wie die von Ferrari und Mercedes sind, müssen die eigentlich noch was haben, oder? Alles andere wäre echt komisch. Aber mal abwarten, das werden wir schon noch früh genug erfahren, ob die noch Upgrades machen können oder nicht. Ich würde aber mal behaupten, wenn, keine Ahnung, in 4 Rennen immer noch nichts passiert ist bei den Jungs hinter uns, dann können wir uns sicher sein, dass die mittlerweile auch alles am Auto haben. Wirklich was ändern tut es aber nicht. Ich meine, die sind so nah dran. Und der kleine Abstand, der da noch ist auf dem Papier, das macht, glaube ich, auf der Strecke kaum einen Unterschied. Vor allem ist Mercedes auch beim Motor stärker, denke ich. Naja, und das sogar ein ganz schönes bisschen. Dafür sind wir aber bei der Aerodynamik und boah, bei der Aero ist Mercedes sogar voll schlecht. Na, dann sind die aber, glaube ich, ich weiß es nicht. Das ist schwer einzuschätzen, aber wenn die bei der Aero nur das viertbeste Team sind, dann werden die da wohl noch was haben, oder? Mal schauen. Wie gesagt, da müssen wir abwarten. Beim Chassis, wie sieht das dort aus? Auch dort sind wir vorne, aber nicht ganz so deutlich. Okay. Und dann spulen wir auch schon die Zeit vor, bis zum Rennwochenende in Monaco. Das Qualifying, das erklärt sich von selbst, ist mit Abstand das Wichtigste der Saison. Und wir müssen mindestens in die Top 5 kommen, würde ich behaupten, um eine Chance auf den Sieg oder auf das Podium zu haben, was ja dann am Ende des Rennens das Ziel sein wird. Oh, das erleichtert mich schon mal. Es soll am ganzen Wochenende nicht regnen. Regen hier in Monaco ist überhaupt nicht lustig. Von daher ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Im Rennen soll es sogar durchgehend sonnig werden. Das ist sehr, sehr cool. Ich freue mich echt mega auf das Rennwochenende hier. Wir kommen in die letzten paar Kurven. Die Runde war leider noch nichts Besonderes. Das würde mich nicht wundern, wenn wir nochmal rausfahren müssten hier. Aber wenn wir es schaffen sollten, direkt mit dieser aus Q1 rauszukommen, wäre das natürlich umso besser. Mal schauen. Oh ja, Alter. Also dafür, dass die mir nicht gut vorkam, ist das voll in Ordnung. Boah, ganz so gut war diese erste Runde aber anscheinend doch nicht. Aktuell wären wir sogar nur 14. Deshalb war das gar nicht so dumm, hier nochmal rauszufahren. Und diese zweite Runde war auch schon eher nach meinem Geschmack. Um etwa eine Sekunde werden wir uns verbessern. Das sollte jetzt aber genug sein, oder ja, Mann? Platz 6, ganz entspannt. Ah, let's go. Das kann sich doch sehen lassen. Ein Feuerwerk haben wir hier nicht abgebrannt, aber darum geht's in Q1 auch nicht. Immerhin kommen wir aber locker weiter, ohne größere Probleme. Und das Gute ist auch, wir haben beide Runden auf einem Satz Reifen gemacht. Das heißt, dahingehend haben wir keinen Nachteil, dass wir jetzt irgendwie weniger Softs haben für die kommenden Sessions. Perez überraschenderweise auf dem ersten Platz. Keine Ahnung, wo der herkommt. Und wenn man sich ja mal anschaut, wo sein Teamkollege ist, auf dem 15. Platz nämlich, boah, dann ist das eine Riesenüberraschung. Leclerc, den Erstplatzierten in der WM, hätte es fast erwischt. Und das hier bei seinem Heimrennen. Zum Glück hat er es aber weitergeschafft. Obwohl, für unser Rennen wäre das gar nicht schlecht gewesen, wenn der rausgeflogen wäre. Ich würde es auch sehr, sehr, sehr gerne schaffen, mit den Mediums aus Q2 rauszukommen, muss ich sagen. Hier in Monaco hat man nämlich häufig, oder eigentlich immer, das Problem, wenn man auf den Softs startet, dass man dann nach dem Boxenstopp hinter den ganzen Jungs festhängt, die noch nicht gestoppt haben und irgendwie auf Harten oder auf Mediums unterwegs sind. Und da verliert man so viel Zeit. Das weiß ich noch aus den letzten Saisons. Und von daher sind die Mediums auf jeden Fall ein Riesenvorteil am Start. Ich weiß nicht, ob wir dafür die Pace haben, aber komplett aussichtslos ist das, glaube ich, nicht. So weit hinten waren wir ja nicht gerade. Das war nicht schlecht, das war nicht verkehrt. Die Runde könnte uns auf jeden Fall die Chance geben, um mit diesen Mediums rauszukommen. Aus dem zweiten Qualifying an. So stelle ich mir das vor. Platz 1 sogar. Und das schon vor einigen der Top-Jungs. Verstappen war schon draußen. Und Vettel im Ferrari auch.
während eines Boxenstopps etwas Spezielles wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest... Ey, das sagt der jedes Mal. Ich wollte gerade anfangen zu reden. In jedem Video kommt er damit an, Junge. Ich bin in der 6. Saison. Etwas weniger als 5 Minuten verbleiben noch in der Session und das sieht nach wie vor sehr, sehr gut aus. Wir sind immer noch an der Spitze. Noch ist keine Spur von George. Was hat der denn gemacht? Boah, der... Was? Der hat's auch mit den Mediums probiert, ist aber 1,3 Sekunden hinter uns. Da muss aber einiges schiefgelaufen sein bei ihm, oder? Weil unsere Runde... Also, die war gut, die Runde, aber... Da wäre sogar noch mehr gegangen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. An manchen Stellen zumindest. Aber ich nehme es mit, wenn wir das so locker schaffen sollten auf den Mediums, dann beschwere ich mich da überhaupt nicht. Oh yes, Mann, da ist das Ding ganz, ganz locker. Kommen wir raus aus dem 2. Qualifying und das als einzige innerhalb der Top 10 auf den Mediums. Ich frage mich so ein bisschen, was Russell gemacht hat. Der ist zum Glück nochmal auf Softs rausgefahren, scheidet somit nicht aus im 2. Qualifying, aber... Wenn man sieht, dass Vettel schneller war als wir, dann hätte auch Russell zumindest schneller sein können. Aber das ist ja völlig egal. Es ist nur Q2 und Fakt ist, wir kommen weiter und wir kommen als Einzige auf den Mediums weiter. Das könnte ein Riesenvorteil werden im Rennen. Nach der Vorstellung, gerade in Q2, könnte man auch fast behaupten, dass wir mit einer der Favoriten auf die Pole sind. Das wäre ja unsere erste Pole seit... Da fragt ihr mich was, ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal geschafft haben. Generell ja nicht so oft. Ich glaube, wir haben vielleicht... 5 Poles insgesamt in der gesamten Karriere bisher. Heute wäre auf jeden Fall ein sehr guter Zeitpunkt, um das mal wieder zu schaffen. Wir werden auch auf jeden Fall 2 Runs machen jetzt in Q3. Und mal schauen, mit einer sehr, sehr guten Runde haben wir da auf jeden Fall eine Chance drauf. Das war noch nicht optimal. Da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal steigern. Gleich im 2. Run reicht das immerhin, um uns... Oh, Alter. Ey, wir sind saustark, Mann. Wir sind saustark. Die Runde kam ja echt nicht gut vor. Und das reicht, um so nah an Russell dran zu sein. Und insgesamt Dritter zu sein. Das ist heftig. Boah, Albon hat da aber ordentlich eine Runde hingelegt. 3/10 war der nochmal schneller als wir. Ob das noch drin steckt, mal schauen. Ein bisschen verbessern können wir uns aber auf jeden Fall. Da waren so ein paar kleine Fehlerchen dabei in der Runde, die nicht hätten sein müssen. Und dann können wir vielleicht immerhin Russell schlagen. Ich meine, auch so eine erste Startreihe wäre in Monaco ja schon genial. Na! Ah, das gibt es nicht. Wir waren schneller, Mann. Die 3/10 wären drin gewesen. Und dann so ein Noob-Fehler. Oh, und Verstappen verbessert sich auch noch. Ah, das gibt es nicht. Oh! Wo kommt das jetzt her? Wo kommt das jetzt her, ey? Ich habe keine Ahnung. Der war doch das ganze Wochenende auf einem Niveau mit uns oder sogar langsamer. Und jetzt auf einmal... 8/10 schneller, ne? 1,78, ja, ach so, 4/10 schneller als der 2. Kein Problem, George. Mach mal. Ah. Ja, das kotzt mich an, Mann. Platz 5 ist okay, aber da wäre mehr gegangen. Die 8/10 auf Russell hätten wir da, glaube ich, aber nicht rausgeholt. Also, wo das herkommt, das weiß ich nicht. Platz 2 wäre aber drin gewesen. Also, mindestens. Wir waren jetzt, also, als ich den Dreher hatte, wie viel schneller waren wir da? 3/10 ungefähr? Ja, scheiße. Mehr kann man dazu nicht sagen, aber komm, Platz 5 und wir starten auf den Mediums. Da ist noch nichts verloren.
Hier sind wir jetzt also in der Startaufstellung beim vielleicht wichtigsten Rennen der gesamten Saison. Oder was heißt wichtigsten? Beim prestigeträchtigsten. So kann man das auf jeden Fall sagen. Monaco ist echt immer was ganz, ganz Besonderes. Schauen wir direkt auf die Rennstrategie. Ah, nein, nein, nein. Das kannst du vergessen, mein Freund. Wir gehen schön auf die Softreifen im zweiten Stint. Wann? Das ist so eine Sache. Da müssen wir halt gucken, wie der Reifenverschleiß sein wird mit den Mediums. Und irgendwann gehen wir dann auf die Softs. Das wird problemlos möglich sein, da bin ich mir ganz sicher. Und vor allem umgehen wir halt das Problem, was alle anderen innerhalb der Top 10 haben werden, die auf den Softs starten. Die werden dann nämlich wahrscheinlich, wenn sie Pech haben, festhängen hinter Jungs, die auch auf den Mediums starten, so wie wir. Und etwas weiter hinten unterwegs sind. Benzin nehmen wir für zwei oder für, oh, nehmen wir vielleicht mal so wenig mit wie möglich? Ich meine, hier in Monaco ist das fette Gemisch echt nicht entscheidend. So, boah, das ist aber schon extrem wenig, ne? Dafür ist unser Auto aber leichter. Ja, nein, nee, aber ganz so wenig möchte ich dann doch nicht nehmen. Machen wir für, komm, für vier Runden weniger. Das sollte genug sein. Und dann gehen wir direkt an den Start beim sechsten Rennen, oder beim fünften Rennen, besser gesagt, dieser sechsten Saison. Ich bin mega gespannt. Im ersten Stint wird's schwer für uns. Da müssen wir echt einfach nur darauf achten, keine Plätze zu verlieren und gut mitzuhalten mit den Jungs. Aber dann, wenn die alle ihre Boxenstops erledigen, dann ist unsere Zeit gekommen, hoffe ich zumindest. Let's go. Da kommen die fünf Rundenlichter und es geht... Los hier in Monaco, come on. Volle Konzentration ab jetzt. 39 lange Runden stehen uns bevor. Bisschen vorsichtig angebremst. Ah, das gibt Leclerc direkt mal die Chance. Den würde ich ungern vorbeilassen. So wie es aussieht, haben wir aber keine Wahl. Stark gemacht von ihm und nicht gut gemacht von mir. Da war ich ein bisschen übervorsichtig leider in dieser ersten Kurve. Aber komm, das ist noch kein Drama. Wir sind auf den Mediums. Und wie gesagt, jetzt geht es nur darum, hier den Anschluss zu halten an die Jungs. Nicht überholt zu werden noch von Ocon, das wäre ärgerlich. Und dann haben wir auf jeden Fall noch alle Chancen später im Rennen. Nach etwa 1,5 Runden sieht das ganz okay aus. Wir können uns eine kleine Lücke rausfahren zu Ocon hinter uns. Und die Jungs da vorne können sich nicht... Oh, vorsichtig da auf diesem Curb, Alter. Die können sich nicht allzu sehr absetzen. Das ist voll in Ordnung. Oh, können wir Leclerc vielleicht sogar angreifen hier auf der Stadtzielgerade? Der musste schon so eine kleine Lücke lassen zu Albon da vorne. Noch reicht das nicht, aber wenn der vielleicht noch aus dem DRS-Fenster von Albon rausfällt, dann könnten wir da eine Chance bekommen. Wie stark ist Perez da vorne, bitte? Der fährt hier gerade auf dem dritten Platz rum. Das habe ich so gar nicht mitbekommen, wie stark der war an dem Wochenende. Obwohl, doch, in Q1 war der schon ganz vorne, glaube ich, ne? Eine Riesenleistung von ihm auf jeden Fall. Oh, ich bin so konzentriert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Vielleicht sieht man es mir auch an. Ich glaube, es gibt nichts anderes wirklich, abgesehen von dem Monaco-Rennen, bei dem ich so konzentriert bin in meinem Leben. Das ist ein bisschen traurig, aber ist leider die Wahrheit. Boah, so viel dazu. Oh, was ist das denn? Fahrt mal schneller. Gerade habe ich Perez da vorne gelobt, aber besonders schnell ist er hier im Rennen nicht. Er hält Albon und Leclerc mehr auf. Und auch wir sind da schon langsam dran, genauso wie Ocon hinter uns. Alter, das war knapp. Da haben wir so viel zu spät gebremst, holy shit. Ich habe uns schon ausscheiden sehen da gerade. Ah, das gefällt mir aber gerade auch nicht. Das ist ein bisschen zu langsam. Ich meine, wenn selbst wir mit den Mediums schneller könnten als die Jungs mit den Softs, dann zeigt das ja schon, dass da ein bisschen was schief läuft gerade. Und für Russell da vorne läuft es gerade überragend. Der hat die letzten beiden Rennen ja schon gewonnen. Und kann sich auch hier gerade gut absetzen. Kann die freie Fahrt ausnutzen. Das sind schlechte Nachrichten für alle anderen. Oh! Oh, was ein Move! LOL! Alter, das war überhaupt nicht geplant, aber der hat so früh gebremst und irgendwie... Was war das? Was war das? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich wollte nur normal anbremsen für die Kurve und daraus ist... Ein richtig genialer Move geworden. Innen vorbei an Leclerc, in Raskas. Da überholt man nur ganz, ganz selten. Da muss echt alles zusammenkommen. Und das ist anscheinend passiert hier in der Situation. Nochmal das Ganze zum Genießen hier aus der TV-Perspektive. So eine schöne Helikopteransicht bekommen wir da sogar. Wow, das ist einfach nur Präzisionsarbeit da, Alter. Dafür liebe ich Monaco aber. So ein Überholmanöver so... Das kriegt man auf keiner anderen Strecke. Auf keiner anderen Strecke fühlt sich ein Überholmanöver so gut an wie in Monaco. Weil man da einfach... viel mehr für machen muss, wenn ihr versteht. Und weil man viel mehr Risiko eingehen muss. Aber wenn wir die beiden hier noch irgendwie aus dem Weg räumen könnten, dann wäre das optimal. Dann könnten wir so ein bisschen Jagd machen, vielleicht auf Verstappen und auf Russell da vorne. Perez ist echt nicht schnell und Albon auch nicht anscheinend. Kleiner Rutscher jetzt von ihm hier am Eingang zum Tunnel. Können wir das ausnutzen? Nee, das sieht leider nicht danach aus. Alter, heute will ich's aber wissen. Was für Moves, Junge!
Haben wir ihn. Wir haben ihn. Leck mich am Arsch, war das wieder gut. Ey, was hab ich denn genommen vor dem Rennen? Boah, heute könnte einiges gehen für uns hier in diesem Rennen. Schon wieder ein saustarkes Überholmanöver an der Stelle, an der man auch nicht oft überholt. Obwohl, das geht schon. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Aber dass das gegen ein ähnlich starkes Auto auf besseren Reifen sogar gelingt, das kommt echt nicht häufig vor. Und dann war auch der Rest davon hier richtig, richtig gut. Geiles Rad-an-Rad-Racing. Auch stark gemacht von Albon, dass der uns da den Platz lässt, nicht reinfährt. Aber am Ende setzen wir uns durch. Und jetzt können wir Jagd machen auf Perez. Der sollte vielleicht machbarer werden als die anderen. Oh, ja, guter Ausgang. Das könnte mal reichen für einen Angriff. Oh nein, doch nicht, Alter. Das war riskant. Ich wollte da schon fast innen reinstechen, aber Checo hat echt gut dicht gemacht. Und somit konnten wir das nicht tun. Vielleicht wieder hier. Oh, das ist so ein bisschen unsere Stelle heute. Ähnlich wie gegen Albon. Außenrum vorbei. Die KI ist dann auch echt fair, lässt einem in den Platz und somit schnappen wir uns den nächsten. Ja, Mann, Position 3. Uns fehlen aber schon 10 Sekunden auf Russell. Boah, da sieht man mal, wie viel wir verloren haben hinter den Jungs. Runde 11. Da vorne ist Russell jetzt drin. Jetzt müssen wir darauf hoffen, aus einer egoistischen Sicht, dass der aufgehalten wird hinter Jungs, die auf den Mediums sind und noch länger draußen bleiben. Wir übernehmen aber auf jeden Fall erstmal die Führung dieses Rennens. Auch Verstappen war an der Box. Ah, es scheint aber leider aus unserer Sicht so, als wäre Russell da echt nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Der hat nur Norris vor sich, der noch auf den Mediums ist, aber diese ganze Riesengruppe konnte er leider schon hinter sich lassen. Das ist nicht so gut. Na ja, und guck mal, Verstappen, der nur 5 Sekunden hinter Russell war auf der Strecke, ist 14. und hinter dieser Riesengruppe. Ah, das ist, Mann. Also klar, fürs Team ist es gut, wenn Russell stark ist, aber mir geht's ja auch um die Fahrer-WM und da ist das überhaupt nicht gut. Oh, da sehen wir Russell und Norris jetzt sogar auf der Positionsanzeige. Das ist sehr cool. Dann können wir das ganz gut mitverfolgen. Komm schon, gib alles, Lando. Ich habe ein bisschen Angst und ich glaube, die ist auch nicht ganz unbegründet, dass Norris auf die harten Reifen geht gleich. Dann würde er natürlich viel früher stoppen und Russell hätte freie Fahrt. Ich hoffe einfach mal, das passiert nicht. Nein, Norris kommt rein. Ah, ich habe es befürchtet und jetzt passiert es wirklich. Ah, bitter, bitter. Russell ist aber nicht viel schneller als wir, wenn überhaupt. Und das, obwohl der auf frischen Mediums ist. Wenn wir gleich auf die Softs gehen, dann werden wir auf jeden Fall schneller sein. Das Ding ist halt, wir sind in Monaco. Und ein gleich schnelles Auto zu überholen, hier auf der Strecke, wird nicht leicht. Und erstmal müssen wir da auch rankommen. Der wird schon deutlich vor uns sein. Okay, Runde 25 von 39. Wir kommen jetzt rein für einen Satz der Softreifen. Ein bisschen früher als geplant, aber wir brauchen jetzt einfach viele Runden, um Russell noch einholen zu können mit diesen Softs. Wir werden schneller sein, wir werden vielleicht sogar rankommen, aber dann zu überholen, das ist halt so die andere Geschichte. Guter Stopp erstmal von unseren Jungs und dann bin ich sehr gespannt, wie weit wir hinter ihm rauskommen werden. Auf jeden Fall werden wir aber Zweiter sein, das ist eine gute Sache. Boah, Alter, was macht ihr da? Warum warten die so ewig, bis die überhaupt mal anfangen? Ja, wie gesagt, wir kommen locker als Zweiter raus. Also allein das ist schon mega. Und selbst wenn wir das Rennen hier beenden sollten, wäre das genial. Aber gegen so einen Sieg hätte ich auch nichts. Das sind nur 8,5 Sekunden. 9 in etwa. Das können wir schon schaffen in so vielen Runden noch. Oh ja. Wir sind schnell, wie erwartet. Wir werden rankommen, wie eigentlich auch erwartet. Die Frage ist halt dann, ob wir es schaffen zu überholen. Und das, da bin ich mir nicht so sicher. Neue schnellste Rennrunde hoffentlich. Die sollte uns dann auch im Normalfall keiner mehr nehmen können. Wenigstens etwas. Nochmal schneller. Wie viel Rückstand haben wir noch? 3, 4 Sekunden mehr oder weniger. Come on, wir haben noch 10 Runden. Das ist machbar, aber es wird verdammt schwer. Wir sind aber schon sehr, sehr viel schneller als George. Trotzdem wird das Überholen natürlich nicht leicht, aber das macht es ein bisschen leichter, wenn man wirklich viel schneller ist als das Auto vor einem. Der hat ja kaum eine Chance gegen uns gerade mit seinen abgenutzten Mediums. Überrundungen werden auch noch ins Spiel kommen da vorne. Wenn wir Glück haben, dann halten die Russell natürlich ein bisschen auf. 1,3 Sekunden in der nächsten Runde sollten wir an dieser Stelle das DRS haben. Und dann bin ich mal gespannt. Okay, jetzt sind wir wirklich direkt hinten dran. Ein Fehler von dir da vorne, mein Freund. Und die Führung ist weg. Oh, ich mag das aber gar nicht, hier so nah an jemandem dran zu sein. Das ist nicht leicht. Das ist überhaupt nicht leicht. Giovinazzi da vorne. Was macht er? Oder wer ist das? Giotto? Keine Ahnung. Ist ja auch völlig egal. Der hält... Ah, schnell ist das nicht. Schnell ist das nicht gewesen. Leider hat Russell aber jetzt das DRS abgestaubt von ihm. Könnte das denn noch für den ersten Angriff reichen? Hier auf der Stadt Ziel gerade.
Nein, noch nicht. Latifi. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh. Ah, okay, er macht fair Platz. Oh, weit draußen. Das ist nicht gut. Guter Ausgang jetzt. Ah, Mann, der hat wieder das DHS abgestaubt. Das gibt es doch nicht. Jetzt zum ersten Mal, ohne dass er das DHS hat da vorne. Ah, die ist aber einfach zu kurz, diese scheiß Stadtziel gerade, Mann. Oh, ganz, ganz langsam mal wieder. Ja, mal wieder. Der, oh nein, der hat nicht das DRS, lol. Und das, obwohl Matsushita so nah war. Das ist die Chance. Das ist die Chance und wir nutzen sie! Ich scheiß Idiot. Oh, ich bin so blöd. Alter, jetzt haben wir ihn aber. Junge, Junge, Junge. Oh Gott. Alter, was war das denn von mir, Mann? Das hätte es gewesen sein können mit unserem Rennen, ne? Ich weiß nicht, ich war mir so sicher, dass wir schon vorbei sind. Dann bin ich einfach voll aufs Gas und, ja, super, geile Idee. Aber wir konnten es nochmal retten, sind trotzdem vorbei an unserem Teamkollegen. 4 Runden vor Schluss setzen wir uns hier heute zum 2. Mal in dieser Karriere die Krone auf im Fürstentum. Es sieht gut aus natürlich. Mit den Medium-Reifen wird er da wahrscheinlich nicht mehr rankommen können. Aber Fehler können leicht passieren, wie man gerade gesehen hat. Ich habe auch vorhin übrigens gesehen, wir haben einen leichten Frontflügelschaden. Keine Ahnung, wo der herkommt. Wahrscheinlich irgendwann, als ich leicht mal die Wand berührt habe. Alter, ist der schnell da hinten, Matsushita. Okay, ich muss aufhören zu labern. Ich muss aufhören zu labern, ey! Ja gut, jetzt macht er gegen Russell aber dasselbe. Was ein Arschloch. Alter, wäre ich Russell in der Situation, ne? Glücklich wäre ich nicht, sagen wir es einfach mal so. Aber, ja, nochmal Glück im Unglück. Ich hoffe, das Rennen ist bald vorbei, Mann. Was eine chaotische Schlussphase. Gleich beginnen wir die 39. und letzte Runde dieses verrückten Rennens hier in Monaco. War das vielleicht eins der besten Rennen der Karriere? Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, wenn wir das hier beenden sollten auf dem ersten Platz, dann auf jeden Fall. Was hier alles passiert ist, das war einfach nur crazy. Die Strategie war genial, die Pace war genial. Ein paar gute Überholmanöver waren sogar dabei, ein paar Fehler von mir. Das lässt sich aber auch einfach nicht vermeiden hier in Monaco. Und ich meine, wen juckt das am Ende schon? Solange wir hier auf dem ersten Platz über die Linie kommen, ist das, glaube ich, völlig egal, wie... Okay, ganz egal natürlich nicht, aber da fragt keiner mehr nach so ein paar kleinen Rutschern, die da vielleicht dabei waren. Volle Konzentration nochmal. Russell ist dran. Fehler dürfen wir uns jetzt nicht mehr erlauben. Ansonsten war es das. Wir sind in der letzten Runde, wie gesagt. Und das wäre auch für die WM ein verdammt wichtiger Sieg. So drei Siege in Folge, die Russell hier hätte klar machen können. Die bedeuten schon eine Menge in so einer kürzeren Saison, wie wir sie ja haben. Und von daher bin ich froh, wenn wir das hier vermeiden können. Und danach sieht es ja aus. Zum letzten Mal durch diese ganz schnellen Kurven. Ja, kein unnötiges Risiko mehr eingehen. Wir haben das hier eigentlich in der Tasche. Russell wird nichts mehr probieren können, es sei denn, wir hauen uns jetzt von alleine in die Wand. Vorsichtig durch Raskas. Letzte Kurve und dann ist es vollbracht. Wir gewinnen unser zweites Rennen hier in Monaco in dieser Karriere. Unser zweites Rennen in dieser Saison. Was ein Fight, Mann. 26 Punkte sichern wir uns und die sind verdammt wichtig. Was war das? Was war das, Mann? Ich habe keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall geil. Boah, ich bin völlig fertig, ne? Monaco ist echt immer völlig von einer anderen Welt, aber wir haben es mal wieder geschafft, hier einen Sieg einzufahren. Oft kommt das nicht vor und somit müssen wir das genießen. Vielleicht ist das unser letzter Sieg hier in Monaco in dieser Karriere. Wer weiß das schon, ob wir da nochmal eine Gelegenheit dazu bekommen. Wow. 7/10 waren es am Ende und was für ein Sieg das war. Wir mussten da wirklich dafür kämpfen. Uns wurde nichts geschenkt. Aber am Ende belohnen wir uns mit 26 Punkten. Leclerc, das ist mir gerade schon aufgefallen. Was hat der denn gemacht? Nur Platz 10.
ganz, ganz enttäuschend. Damit führen wir jetzt in der WM, kann das... Aber ja, Alter, und Hamilton, das ist auch mal wieder... Und beide Ferraris eigentlich auch ganz schlecht. Dafür, dass die das drittbeste Auto sind oder so, fast das zweitbeste Jahr zusammen mit Mercedes, ist das schon echt schwach. Krass, also generell, beide Mercedes und beide Ferraris, Mann, was ist da denn passiert? Ganz, ganz komisch, Fahrer-WM, da müssen wir jetzt führen, oder? Oh ja, wir übernehmen die Führung zum ersten Mal. 11 Punkte haben wir da Vorsprung auf unseren Teamkollegen, 12 auf Leclerc und gerade mal 26 auf Albon. Und auch nur 35 auf Verstappen, das ist auch nicht viel. Der kann da jederzeit nochmal rankommen. Wir haben ja zum Beispiel in Zandvoort gesehen, dass auch wir mal ausscheiden können, mal ein schlechtes Rennen haben können. Und lass Verstappen dann so ein Rennen gewinnen, dann ist der da sowas von dran wieder. Konstrukteurs-WM, auch dort werden wir jetzt führen, ja sogar deutlich, aber was machen die anderen auch? Ferrari hat gerade mal 49 Punkte, ist nur Fünfter und das mit so einem starken Auto. Und das war's dann auch schon von dieser Folge der MyTeam-Karriere. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ich leg mich jetzt erstmal pennen, glaube ich, nach dem Rennen. Das war völlig verrückt und beim nächsten Mal wird es nicht weniger verrückt, da bin ich mir ziemlich sicher. Da geht's nach Baku. Das verspricht auf jeden Fall auch eine Menge Action. Verpasst das auf keinen Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.